Kutan Immobilien. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Die Sozialstation der DRK Altenhilfe Vorderpfalz kann Menschen in häuslicher Pflege künftig noch schneller und besser erreichen. Möglich macht dies die Fahrzeugspende der VR-Bank Rhein-Neckar mit einem neuen VR-Mobil, Volkswagen Take-Up. Das Projekt VR-Mobil ist eine gemeinsame Aktion der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken in Zusammenarbeit mit den genossenschaftlichen Gewinnsparvereinen. Die Intention ist ganz einfach. Wir als Genossenschaftsbank arbeiten nicht nur in der Region, wir leben von der Region und insofern ist es folgerichtig, wenn wir danach auch etwas für die Region tun und der Region ein Stück weit zurückgeben, insbesondere vor dem Hintergrund des Genossenschaftswesens, Hilfe zur Selbsthilfe, auch andere dabei unterstützen, die anderen Menschen helfen, die es in der Gesellschaft vielleicht nicht ganz so gut haben wie wir. Und insofern war es ein kleiner Schritt zu sagen, wir unterstützen hier das Deutsche Rote Kreuz mit einem zusätzlichen Fahrzeug, um einfach deren Mobilität zu erhöhen, damit auch die es etwas leichter haben und wiederum Gutes für die Menschen tun können. Das VR-Mobil im Wert von rund 11.000 Euro wurde von den Kunden der 51 Filialen in der Metropolregion Rhein-Neckar mitgetragen, die Monat für Monat Gewinnsparlose erwerben und somit die Versorgung hilfsbedürftiger Menschen unterstützen. Seit 2007 sind durch Spendengelder aus dem Gewinnsparen bundesweit mehr als 2.300 VR-Mobile im Dienste der guten Sache unterwegs. Die Spende ist überaus wichtig für uns, da wir eigentlich zwei Standbeine haben. Einmal das ehrenamtliche Engagement und die andere Seite sind die Spenden. Und da sind wir sehr stark darauf angewiesen, weil wir ja im gemeinnützigen Bereich unterwegs sind. Deshalb ist es für uns eminent wichtig und sehr vorteilhaft für unsere Arbeit im Außenbereich. Wo kommt das Auto zum Einsatz? Das Auto kommt in der Sozialstation, ist die im Einsatz für Betreuung Senioren und unsere Mitarbeiter, die hauptamtlich unterwegs sind, brauchen diese Autos eigentlich rund um die Uhr von Montag bis Sonntag und deshalb sind die im Stadtgebiet Ludwigshafen, Frankenthal unterwegs.